Der eine oder andere weiß es, ich habe mir eine DJI FPV-Drohne zugelegt, um meine Videos auf ein neues Level zu heben. Absolut geiles Ding. Ich habe mir letztes Jahr schon eine FPV-Drohne gegönnt. Das ist das gute Stück. Sieht auch schon sehr mitgenommen aus. Warum ist es da nichts geworden? Ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe keine Bildübertragung auf den dazugehörigen Display bekommen. Beziehungsweise hat er natürlich auch keine FPV-Brille und nichts. Macht es dann natürlich schwierig, so ein Ding zu fliegen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich wirklich sehen muss, wo ich fliege und wie ich fliege. Nur auf Sicht fliegen kannst du die Dinger nicht. Das funktioniert nicht. Eine falsche Bewegung. Und die ist weg. Bei der hier war das so, die sieht jetzt so aus, wie sie aussieht, weil ich sie letztes Jahr tatsächlich kontrolliert abstürzen lassen musste, weil sie sonst in den Strom was reingeflogen wäre. Wäre, glaube ich, nicht ganz so gut geendet. Deswegen sieht sie so aus, wie sie aussieht. Mies gelaufen. Als ich aber diese FPV-Drohnenaufnahmen extrem geil finde und finde, das ist einfach das Next Level fürs Video-Editing. Vor allem, wenn wir über den Driftsport reden, der ein oder andere weiß, ich bin viel im Driftsport unterwegs und da kommen die Aufnahmen nochmal anders geil. Und da ist das Ganze natürlich nochmal Next Level. Absolut geil, wie diese FPV-Aufnahmen aussehen können. Und weil ich keine Lust habe, abhängig sein zu müssen von anderen FPV-Piloten, habe ich mir gedacht, gut, DJI FPV muss her. Also eBay-Kleinanzeigen durchforstet und Leute, ich habe den Schnapper des Jahres gemacht. Brille, Controller, Drohne, voll einsatzfähig für 300 Euro. Ey, Leute, absolut geil. Die werden noch immer mit über 800 Euro gehandelt. Ihr könnt das selber mal durchforsten. Ja, da würde ich sagen, habe ich richtig Glück gehabt. Ich bin aber dann auch so ein bisschen Teppichhändler und ja, bin da sehr dreist und gehe auch sehr dreist in die Verhandlungen rein. Ja, FPV-Fliegen ist ein absolut neues Erlebnis. Ich habe mir natürlich erstmal fürs Fliegen einen Simulator runtergeladen. Das Coole ist, ich kann natürlich den DJI-Controller mit dem Computer verbinden, kann dann dort mit dem Controller FPV-Fliegen üben. Sehr geil, sehr geile Lösung. Schont ein bisschen das Portemonnaie, weil am Anfang crasht man dann doch ziemlich häufig und alles Mögliche. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass David mir da ein bisschen geholfen hat, diesen Simulator ranzukommen, dass ich schon mal antesten konnte. Der ein oder andere hat es in meinen letzten Instagram-Stories gesehen, meine ersten Flugversuche gesehen und ich muss sagen, es macht einen Heidenspaß. Es ist nochmal was ganz anderes als normales Drohnenfliegen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die FPV-Drohne, habe sie aber noch nicht getestet. Ich war da sehr vorsichtig vom ersten Flug. Das Coole bei der DJI FPV, ich zeige euch sie jetzt mal, ich meine, man kennt sie. Das Coole ist, ich kann das Ding in einem normalen Modus fliegen, ich kann sie im Sportmodus fliegen und ich kann sie natürlich auch komplett manuell fliegen. Manuell ist natürlich the way to go, das ist das, was wir machen wollen. Das ist das, wie wir fliegen wollen. Warum habe ich mich für die DJI FPV entschieden und nicht für eine Self-Build? Ist eine ganz einfache Sache. Klar, ist Plastik scheiße und ich sehe es jetzt schon, die ganzen Hate-Kommis und keine Ahnung was. Es geht um die Sicherheitsfunktion. Ich kann die per Knopfdruck, geht sie wieder in eine Schwebeposition, hält die Position, bis ich sage, okay, ich möchte manuell weiterfliegen. Oder doch lieber im normalen Modus, was ganz praktisch sein kann, um eventuelle Crashs, ich sag mal, zu verhindern. Sollte die Verbindung abreißen zwischen Funke und Drohne, Brille und Funke, Brille und Drohne, keine Ahnung was. Sollten die Verbindung abreißen, habe ich natürlich auch den Vorteil, dass die Drohne Return to Home Funktion hat. Finde ich ganz cool. Dann zusätzlich halt hier vorne die Sensoren, dass die halt von dem Crash dann doch nochmal, ich weiß gar nicht, im manuellen Modus sind die, glaube ich, abgeschaltet, weil da brauchst du die Dinger eh nicht. Ich hatte einen Heidenspaß, dann habe ich sie auf dem Horizon, der ein oder andere hat vielleicht das Horizon-Video gesehen. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt.
Horizon habe ich da einfach mal fliegen lassen, weil ich einfach mal testen wollte, wie es ist, tatsächlich hinter echten Autos hinterher zu fliegen und nicht nur im Simulator. Hut ab an jeden einzelnen FPV-Piloten da draußen, der das voll drauf hat. Es ist absolut krank. Es macht aber auch absolut Spaß. Ich weiß noch, wie ich da auf dem Horizon stand und komplett gezittert und gewackelt habe, weil das dann doch sehr, ich sag jetzt mal, ja, adrenalinlastig ist, wenn man sich so denkt, boah, scheiße, Alter, hoffentlich fliege ich den Dinger jetzt nicht hinten rein. Sehr strange, sage ich jetzt mal. Ich habe zum Glück auch das Glück, dass ich mit Motion Sickness nicht zu kämpfen habe. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich habe jetzt natürlich die letzte Zeit ein bisschen genutzt, habe natürlich versucht, ja, ein bisschen mehr zu fliegen. Ja, hat mehr oder weniger geklappt, hab dann angefangen mit den ersten Kunststückchen oder den ersten riskanten Manövern, bis ich dann das Pech hatte, dass die DJI sich gedacht hat, ey Digga, ich hab keinen Bock mehr und ich stürze jetzt einfach mal ab. Keine Ahnung, was da los war. Ist einfach so wie ein Stein vom Himmel gefallen, ins Wasser natürlich, wo rein denn auch sonst. Aber ich muss sagen, die Unterwasserbildqualität ist ziemlich gut. Ja, hat jetzt dabei resultiert, dass die gute Drohne natürlich den Kurzschluss hatte. Hab natürlich den Akku rausgenommen sofort, hab die Drohne eingelegt in Reis und hab versucht und geguckt. Und das Resultat, ja, Kurzschluss. Woher weiß ich das? Jedes Mal, wenn ich versucht habe, den Akku anzumachen, blieb der Akku aus, beziehungsweise hat sich wieder ausgeschaltet. Um natürlich sich und das ganze System zu schützen. Finde ich auch wieder geil bei DJI. Also kurzerhand, ein paar Kollegen angeschrieben, die in der FPV-Szene unterwegs sind und extrem gute Piloten sind, ob sie vielleicht eine Ahnung haben. Mir konnte keiner so wirklich helfen. Ich habe natürlich dann angefangen, die Drohne auseinanderzubauen, um zu gucken, was Phase ist. Hab die Drohne natürlich auseinandergebaut, habe sie natürlich auch aufbewahrt. Hier sehen wir das ESC, den ESC-Chip, Electronic Speed Control. Hier Stromeingang wird gespeist, die Motoren werden gespeist und hier hinten entsteht schon direkt der Kurzschluss. Das heißt, rein theoretisch bräuchte ich nur diesen Chip neu und könnte die hier wieder zusammenbasteln. Ich habe natürlich bei eBay Kleinanzeigen direkt geguckt und bin auf das gute Stück hier gestoßen. Die hier für 150 Euro auch wieder geschossen. Einzige Manko, die Sensoren haben gespackt. Ich konnte den Fehler nicht finden, kann ausschließen, dass es der Sensor ist, weil ich den Sensor ausgetauscht habe. Konnte ausschließen, dass es das Kabel ist, weil ich auch das Kabel ausgetauscht habe. Also kann es nur irgendwie am Motherboard liegen. Also bin ich hingegangen, habe meine alte Drohne auseinandergebaut und die neue Drohne auseinandergebaut. Und das hier ist eigentlich so ziemlich das Herzstück der Drohne, damit ihr das auch einfach mal gesehen habt. Ich glaube, das ist interessant, sowas mal zu sehen, wie die Drohne einfach mal aussieht von innen. Das hier ist die Drohne, rein theopraktisch. Ne? Wir haben hier vorne den Gimbal mit der Kamera und das ESC speist dann hier den Rest der Chips. Und der einzige Fehler, der jetzt natürlich sein kann für den Sensor, ist hier unten irgendwo. Das Gute ist, die Drohne lässt sich auch ohne Sensor fliegen. Ich finde es riskant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sie jetzt einmal ohne Sensor geflogen. So habe ich auf jeden Fall ein günstiges Ersatzteillager geschossen für 150 Euro, beziehungsweise habe jetzt eine voll funktionstüchtige Drohne. Das werden wir nachher sehen im Laufe des Videos. Ich nehme euch nämlich gleich nochmal mit, weil ich nämlich noch einen Probeflug machen muss. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ich nächste Woche Drohne für den Dreh auf der Arbeit brauche. Und ich keine Lust habe, dass die Drohne irgendwelche Faxen macht wegen den Sensoren, weil die Drohne über Häuser geflogen wird, über Grünflächen nächste Woche. Und da habe ich keinen Bock, dass irgendwas passiert. Also stay tuned. Das hier ist halt heute mal wieder ein reines Talking-Video eigentlich, damit ihr mal so wisst, was eigentlich los ist bei mir. War jetzt ein bisschen ruhiger die letzten Woche. Das Horizon-Video, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ganz gut geworden. Ich hatte natürlich wie immer zwischendrin absolut keinen Bock mehr. Plus, ja, da ist was anderes Interessantes noch dazwischen gekommen. Darüber können wir gerne nächste Woche quatschen. Und zwar ein Wettbewerb von Keanu Visuals. Extrem coole Aufnahmen, die wir da zur Verfügung gekriegt haben. Boxaufnahmen von einem Kickboxer. Richtig cool. Der eine oder andere hat das Video schon bei mir gesehen. Da bin ich auch gespannt, wie ich da abschneiden werde. Es war ein reiner Edit-Contest. Und ja, mal gucken. Wir sehen uns gleich draußen.
wenn wir das Scheißding hier mal testen. Wir sind an unserer Destination angekommen. Wir sind jetzt irgendwo an der Elbe. Ob das jetzt wieder so intelligent ist, die Drohne in der Nähe von Wasser fliegen zu lassen, naja, sei mal so dahingestellt. Aber ich muss mich jetzt auch beeilen, weil natürlich, wie soll es auch anders sein, wenn ich Pläne habe, schiebt sich natürlich eine Riesenwolke in den Weg und denkt sich, nö, Ramin, da habe ich heute keinen Bock drauf. Ja, warum habe ich mir jetzt hier das hier ausgesucht? Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Hier ist weit und breit eigentlich fast keiner unterwegs. Hier kann man abheben von den Booten und das ist, denke ich, okay. Das ist schöne Freifläche, ganz gut, um eine Drohne zu testen, ob wieder alles ganz normal funktioniert. So, das Einzige, wovor ich natürlich jetzt Angst habe, ist dieser scheiß Regen. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht in den Weg. Okay, Leute, wir rudern zurück. Ich muss noch mal nach Hause. So eine beschissene Scheiße. Ich habe natürlich in der ganzen Hektik die Propeller vergessen. Versuch mal eine Drohne oder Propeller zu fliegen. Ich glaube, das wird nichts. Das ist wieder so typisch ich, ne? Zum Glück sind wir nicht weit weg von zu Hause. Also fahre ich jetzt nochmal zurück. Ich glaube, ich habe auch keine SD-Karte. Doch, die SD-Karte ist drin. Fahre ich jetzt nochmal zurück, hol die Propeller. Wie kann man so dumm sein? Junge, wie kann man nur so dumm sein? Ohne Scheiß. Ich habe natürlich gedacht, super clever, geil. Machst du die Propeller ab, passt besser in den Rucksack. Wie kann man nur so verballert sein? Wir sehen uns gleich. So, meine Lieben, und da bin ich wieder zurück. Ja, Propeller geholt. Kurz gegessen, aufs T-Shirt gekleckert. War ja klar. Heute ist, glaube ich, nicht so der Tag der Tage aller Tage, würde ich jetzt so behaupten. Aber wir haben Glück. Die Wolken sind weg. Das ist schon mal das erste gute Zeichen. Wir sind jetzt wieder zurück am Platz. Ich hoffe, ihr hört mich. Weil jetzt ist natürlich überflüssig windig geworden. Absolut scheiße, um eine Drohne zu fliegen, prinzipiell. Das Gute ist der manuelle Modus, da kann man natürlich ein bisschen gegensteuern. Aber eine Sache, die mich wirklich stört bei der Drohne, ist, dass man maximal 10 Minuten Flugzeit hat. Also das ist eine Sache, wo ich persönlich sage, DJI, schade, wäre cool gewesen mit mehr Flugzeit. Und dass man immer aussieht wie so ein Alien mit der Brille. Ah, ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Es funktioniert alles so, wie es funktionieren soll. An der Stelle verabschieden wir uns. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Da können wir gerne über das Video, über den Contest von Keanu Visuals quatschen. Hier ist ein kleiner Ausschnitt von meinem Video, was ich gekartet habe für den Contest. You're better than that! One chance at best, yes. Hitting pitches through the court, you can. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. It's one shot, not a future be sure. Let's go. Und ja, nächste Woche sollten die Ergebnisse kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin froh, dass diese scheiß Drohne wieder so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und an der Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt auf meiner weiteren Reise als Videograf, Fotograf, als alles. Drohnenpilot, Videocutter, irgendwas vom Automotive-Bereich hin bis hoffentlich irgendwann mal richtig professionelle Geschichten. Genau, an der Stelle schönes Wochenende.